Hallo und herzlich willkommen zurück, hier wieder beim Technik Let's Play. Also Let's Play Together, nur halt wieder alleine. Was habe ich für heute vor? Ihr seht es, ich habe hier schon ein wenig weitergebaut. Ich habe hier zwei PCs, also zwei Computer. Die habe ich hier hinten verbunden. Das heißt, damit sie zusammenarbeiten, hier geht ein Kabel nach unten. Schauen wir uns gleich mal an. Ja. Hier nehme ich das Signal und schicke es hier dann später zu einem Computer. Was das genau macht, erkläre ich später. Das wird die Produktion, also hier geht das Kabel runter und steuert diese zwei Redstone-Engines. Damit die hier dann brav Wasserzellen produzieren. Automatisch, je nachdem wie viel wir brauchen. Ja, hier ist unsere Eismaschine. Oh, jede Menge Eis schon. Das kommt natürlich dann wieder weggebaut. So, wenn wir gerade herunter sein, füllen wir mal den Mass Fabricator nach. Oder Mass Fabricator. So, nehmen wir das gleich raus. Ich habe hier schon Sachen vorgecraftet, die wir noch brauchen werden. Wir machen ja hier dann... So. Eine automatische Moorerde-Produktion her. Ich hoffe, das geht sich vom Platz aus. Ich baue ja immer so, dass ich nicht plane, wie ich es baue, sondern ich baue es einfach. Wieso ich das mache? Ganz einfach, denn wer plant, der baut mir nach. Meine Meinung. Hier baue ich, mache auch Fehler, muss das wieder korrigieren und so weiter, deswegen mache ich das so. Die Software zum Computer... Das zeige ich dann später mal in einem anderen Video, wie das funktioniert und wieso wir genau zwei Computer brauchen, erkläre ich später. So. Stone Type, ist das Stein oder ist das... Genau. Ach ja. Ich dachte, ich habe die Cobblestone Pipes auch mitgenommen. Aber ja, ich und denken. Ja, was habe ich vor? Also... Von hier unten, gehen wir nach unten, machen wir das zuerst mal unten fertig. Also hier werden die Zellen rausgezogen. Immer eine nach der anderen. Wandern hier hoch in diese Leitung. Die kommt oben genau raus. So. Was wir aber noch brauchen ist, was wir nicht haben. Wir brauchen noch zweimal Kiste Eisen. Zweimal Kiste Eisen, Eisenkiste. So. Ich hoffe, wir haben hier noch Holz. Ja, das haben wir noch. Machen wir hier und schnell zwei Eisenkisten noch. Und die Kupferkisten sind ja größer, oder? Nein. Eisen. So, die brauchen wir natürlich noch. Die habe ich vergessen. So, in eine Kiste. So ist blöd. So ist auch blöd. So, nein. Okay, das Kabel ist hier. Na egal, wir stellen die einfach mal hier hin. So. Kurz überlegen. So und so, genau. Dann zweimal. Okay, die waren eigentlich hier auch nicht geplant, aber egal. So und... Wir müssen hier ran noch. So. Ach, nee. Nö. Das wollte ich nicht. Okay, dann machen wir das einfach so. Hier kommen die Engines. Hier so. Nee, das ist blöd. Und nach oben. Ach, komm. Ja. So. Und so. Dann fahren wir hier weg. Und so. Das heißt, wir brauchen zweimal Eisenpipes noch. Ich habe gedacht, ich habe alles vorbereitet, aber wie schon einmal gesagt, ich und denken. Ach ja, jetzt haben wir kein Eisen, dann brauchen wir Glas. So, machen wir uns hier schnell mal 8 Eisenpipes. Extraction, Transportpipe, keine Ahnung für was die ist oder für die oder die. Wenn mal jemand Ideen hat, für was die sein, könnte er mir das mal bitte sagen.
Ich weiß, ich könnte es im Internet nachlesen, habe ich aber keine Lust. Ja, hier haben wir die Pipes. Das. Die zwei, die Kabel habe ich, das habe ich. Okay, das müsste mal reichen. Nee, nicht ganz. Wir brauchen noch. Ja, was brauchen wir eigentlich für mehr Erde? Ah, Erde und Sand. Okay. Dann tun wir hier mal ein wenig Erde. Sand müsste hier auch irgendwo rumschlummern. Ah, hier oben. So, 5 Stück. Ach komm. Sand. So, das nehmen wir gleich mit, damit wir das gleich in die Kisten füllen. Hier mal Sand rein. Hier dann Erde. So. Genau, dann kommt hier so eine Pipe. Die Wrench haben wir mit. So, lalala. Und hier müssen wir das auch nochmal austauschen. Genau, jetzt fließt alles nach oben. Ah, okay, da macht ja auch einer. Schreiben die, habt ihr alle ein Bett? Ja. Noch nicht. Okay. Lalala, so, das geht darauf. Das passt hier so. So und so. Was wollte ich hier? Zweimal Goldpipe, damit das etwas schneller geht. Ach ja. Ja, habe ich mir auch gedacht, dass wir keine haben. So. Ja, zweimal, einmal Glas, das stimmt hier. Ach ja, hier hat Lila freundlicherweise schon einige von diesen Wärmeverteilern gemacht. Natürlich sind es noch viel zu wenig für alle Kammern. Ein paar Kühlzellen und auch Stein hat es mir gegeben. Ich habe schon ziemlich viel verbaut, aber auch selbst noch nachgemacht. Hier sieht man auch, habe ich noch Advanced Alloy. Mir fehlt noch der Stein, muss ich erst craften. Gut, wir wollten, was wollten wir? Wir wollten natürlich eine Pipe machen, dann brauchen wir zweimal, dreimal Redstone. Wir machen uns drei Redstone-Fackeln. So. Die nehmen wir auch mit. Die Goldpipe haben wir. Denn wir müssen das alles ein wenig beschleunigen, damit das alles wirklich gut klappt. So. So, genau. So, dann zweimal Redstone-Maschinen. Einmal hier, einmal da. Und fertig ist die ganze Schar. Ja. Blau. Zack. Das war so nicht gedacht. So. So. Nee, dann verbindet sich das nicht. Okay, dann machen wir das so, indem wir das Kabel ein wenig umlegen. Und, ach komm, zwar so. Hier einmal mit Blau raus. So, so. Genau. Blau steuert diese zwei Maschinen. Das ist dann jetzt so programmiert. Einmal die, weil wir brauchen eine Zelle. Und achtmal die, denn wir brauchen... Viermal jeweils, also viermal, denn wir brauchen ja jeweils vier. Das sollte blau sein. Genau, dann hier rauf, so entlang und hier rauf. Das passt. So, jetzt bauen wir hier oben weiter. So, hier haben wir gesagt, haben wir Cobblestone. Dann brauchen wir eine Automatic Crafting Table. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man den von der Seite befüllen kann. Ich glaube schon. Ja, wollen das Rezept mal. Viermal Erde war das. Und viermal Sand. Ja, irgendeine Spinne ist wieder mal rum hier. Ich gehe mal schlafen. Und wir brauchen eine Zelle, die haben wir unten natürlich. Hier ist immer alles so eng. Jetzt weiß ich, warum ich auch eine Zelle mitgehabt habe. Da ich glaube schon vorher, dass mir
gedacht habe, so, ich glaube an den Ecken war das. Genau, 8 Mal. So. Die Frage ist, muss ich das hier rausziehen oder geht das automatisch in der Kiste? Egal, wir ziehen das einfach hier raus. Ja. Wieder Pipes. Und Kisten. Klar doch. Ich habe das alles ein wenig anders geplant gehabt, deswegen... ich brauche eine Eisenkiste. So. Genau. So, dann haben wir hier wieder eine Puddenpipe zum Rausziehen. Hier die Redstone entschieden. Dann eine Pipe. Und hier die Kiste. Genau. Diese Redstone entschieden. Jetzt haben wir Dauerbetrieb. So. Da dürft ihr noch nicht rausziehen. Klar, so. Gut. Eigentlich müsste das jetzt passen. Hier habe ich die 2 Computer verbunden. So, wie geht das jetzt vonstatten? Ganz einfach. Wir kriegen hier ja, also ein Repeater, damit das Signal verlängert wird, das Signal jedes Mal, wenn 1 hier rausgezogen wird. Wenn 8 Stück rausgezogen wird, kommt das später Signal länger. Wenn 8 Stück rausgezogen werden, sind hier 8 Stück nach hinten transportiert worden, denn 1 zu 1 wird das ab und befüllt. Ja, nach 8 Stück, wenn hier 8 Stück durchgehen, das zählt dieser Computer, gibt er ein Signal an diesen Computer. Ja, ich habe es bewusst hinten gemacht, da ich das später erweitern werde. Und dieser Computer steuert dann eben unten einmal eine Zelle und jeweils 4-mal Sand und Erde und führt das hier rauf. Und hier wird weitergeleitet. Sprich, es wird eigentlich immer automatisch genügend Erde nachproduziert, 1 zu 1. So, wie funktioniert das jetzt alles? Wir geben hier mal ein Signal. Hier sehen wir Counter, Stückzahl 0. Das ist übrigens der Counter von Redlet, natürlich umgeschrieben. Er speichert die Datei leider nicht, denn auf dem Server ist das nicht möglich, dass er die speichert. So, jetzt das Signal an. Jetzt seht ihr, hat er 1 gezählt. Der wartet auf einen Input. Ja, hier habe ich Texte noch nicht wirklich verfasst, also er schreibt nicht wirklich, was er macht. Das kommt aber noch später mal. So, jetzt hat er einen zweiten. Oh, dritten schon bereits. Ja, okay, das wird jetzt dann gleich. Er zählt bis 8 eben. So, das war Nummer 4. Und wenn er 8 hat, schaltet dieser PC hier auf Input 2 und steuert die Maschinen. Und dieser geht ja zurück in die Schleife, wo Anfang zählt. Daher 2 Computer, das kann man mit einem nicht wirklich steuern. Denn sonst zählt er ja nicht. Denn bis da unten die ganzen Zellen raus sind und so, das dauert circa 10 Sekunden. Und in der Zwischenzeit gehen aber hier wieder neue rein und der zählt dann weiter. So. Jetzt müssen 8 sein, jetzt müsste dieser umschalten, genau, starte Produktion. Wenn wir jetzt schauen, müsste er unten arbeiten. Ich hoffe, dass es funktioniert. Genau, wie ihr seht, er arbeitet hier. Zieht die raus. Wartet. Zieht neue raus. Das geht alles nach oben. Eine Zelle hat er natürlich schon ganz am Anfang rausgezogen, das haben wir nicht gesehen. Wenn wir hier dann in den hier reinschauen, wird das gleich befüllt, sieht ja die Zelle, kommt auch gleich, so 2, eigentlich würde das genau passen, und in der Zwischenzeit zählt der schon weiter, 4, so, na, jetzt wird bei 2, und das ist draußen. Ja. Warte auf Input, wieso? Ah, okay, der hat in der Zwischenzeit schon wieder 8. Oder wie kann ich das verstehen?
Wie gesagt, ich habe das noch nicht mal getestet, daher kann ich nicht mal... Ah, okay. Ich verstehe es. Ich verstehe das Problem, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, das Signal hier auszuschalten. Gut, naja, ich werde es dann später ändern. Habe ich vergessen, das Signal wieder auf Low zu stellen. Deswegen produziert er hier immer weiter. Das werde ich dann später ändern, aber ihr seht, es funktioniert. Wie gesagt, ich plane diese Sache nicht wirklich voraus, daher entstehen auch solche Fehler. Ja, ich will ja nicht alles zuerst planen und dann einfach nachbauen, das finde ich auch langweilig. Denn so seht ihr wenigstens auch, dass Fehler entstehen können. Wie gesagt, das Programm habe ich auch noch nicht getestet. 6. Also, es funktioniert alles. Der Fehler ist nur, dass ich hier, wenn er viermal rausgezogen hat, das Signal nicht mehr ausgeschalten habe. Ich habe das Programm so nebenbei schnell gemacht. Gut, was wollte ich noch zeigen? Ich habe am Atomkraftwerk weitergearbeitet. In der nächsten Folge werden wir gemeinsam weiterarbeiten. Zwar sieht es jetzt schon ein wenig anders aus. Naja, ein wenig. Ich habe hier halt schon Stein raufgezogen. Dank Lila Lion, die mir das da geholfen hat. Hier das werde ich in Offline-Mode wegtun und überall Eis und das Eis kaputt machen, dass wir hier Wasser haben. Ja, hier zu sehen schön sind die einzelnen Kammer. Also das ist eine Kammer. Hier ist frei. Hier ist wieder eine Kammer. Die sind ziemlich groß. Also 4 Kammern. Hier wird das Kontrollzentrum drinnen. Ja, wo kommen wir hier eigentlich runter? Ah, hier hinten. Also wenn ihr hier so in einer Kammer seid, die wird ziemlich groß. Wieso wird sie so groß? Da ich die ganze Technik zu den Reaktor hier reinbauen will. Ja, der Reaktor wird sowieso nicht explodieren. Das wird immer verhindert, der kann nicht explodieren. Er kann schon, aber er wird vorher abgeschaltet, bevor er explodieren kann. Deswegen werde ich auch hier jegliche Technik reinbauen, die wir brauchen, um den Reaktor automatisch zu bestücken und so weiter. Deswegen ist das auch hier so viel Platz. Natürlich wird hier auch noch alles zugemacht, die ganze Wand und so weiter, aber das machen wir gemeinsam im nächsten Video. Hier noch das Sand, den ich gebraucht habe, um das ganze Wasser hier rauszubekommen und so weiter. Ja, das sind die Kammern. Hier oben wird wahrscheinlich freigelassen und Glas reinkommen. Also es wird wirklich nur die Kammer richtig dicht gemacht. Hier werde ich wahrscheinlich Glas reinmachen. Mal schauen. Ja, eigentlich bräuchte ich den Stein gar nicht, da ja der Reaktor sowieso nicht explodieren wird. Und nein, ich werde es nicht simulieren, was geschieht, wenn einer explodiert, da es einfach viel zu viele Ressourcen sind, die in so einem Reaktor stecken. Gut, ja, wie gesagt, hier wird dann der erste Stock natürlich noch höher gemacht. Hier rum werden dann die ganzen Kühlaggregate und so weiter stehen. Auch andere Produktionen, also automatische Uranproduktion, automatische Kühlzellproduktion und so weiter. Ich habe hier eigentlich viel vor, darum ist das auch alles so groß, damit wir genügend Platz haben. Ja, genau. So. Was gibt's dann noch? Eigentlich weiteres habe ich nicht gemacht. Ich werde eben das Programm noch ändern. Und ja. Moment, habt ihr gesehen, dass wir schon ziemlich viel haben. Brauchen wir dann eh sowieso alles für Diamanten und MFSU. Was sagt der da oben? Der arbeitet schön vor sich hin. Ja, wieder zu den Leuten, die nicht auf den Server kommen, die was schon oben waren. Schaut euch bitte alle Videos genau an. Ich habe ein Informationsvideo gemacht. In Form steht es auch nochmal. Wie ihr wieder auf den Server kommt, ihr wurdet nicht gesperrt. Es gibt einfach andere Regeln und so weiter. Das Verwenden von Equivalent Exchange von diesem Kondenser oder wie das Teil hier heißt, indem man halt Items ercheaten kann sozusagen. Ich glaube Kondenser heißt. Ist ja Transmission Table oder Transmat
Transmission Table, glaube ich, heißt der. Der darf auch nicht verwendet werden, verstößt auch gegen die Regel, denn er ändert die Items von einem Item zum anderen oder multipliziert sie. Also das ist auch nicht erlaubt, dieser hier. Den ich erwische, der so eine baut, fliegt vom Server, ganz klar. Und auch der Energy Condenser ist verboten und andere, mit denen man noch auf irgendeiner Weise Items ercheaten kann oder ändern kann, zum Beispiel von einer Blume in eine Redstone-Fackel oder so. Auf die Art ist auch verboten. Auch wenn der Mod oben ist, ich habe den Mod aus anderen Gründen installiert, nicht dafür, dass man cheaten kann, habe ich ja alles schon erklärt. Ja, dieser Terraformer ist erlaubt. Ja, dieser Bilder ist auch erlaubt. Dieser Bilder, da man ja die Ressourcen selbst zur Verfügung stellen muss, die er baut ja lediglich nur eine andere Form nach. Die Ressourcen muss man ja selbst zur Verfügung stellen. Gut, dann viel Spaß beim Schauen und im nächsten Video machen wir den Reaktor weiter. Bis dann. Ciao, ciao.